3 Acht Wochen später, Kapitel 20. Drei Stunden. So lange war ich im geschworenen Raum. Miss Monroe hat mir alle erdenklichen Fragen gestellt: in welchem Winkel Khalil stand, als er erschossen wurde, aus was er seinen Führerschein und die Zulassung herausnahm, wie Officer Cruz ihn aus dem Wagen holte, ob Officer Cruz verärgert wirkte, was er sagte. Sie wollte jedes Detail erfahren. Ich lieferte ihr so viel ich konnte. Inzwischen ist der Termin vor den Geschworenen schon zwei Wochen her und wir warten auf ihre Entscheidung. Das ist ungefähr so, als warte man auf den Einschlag eines Meteoriten. Man weiß zwar, dass er kommt, aber nicht genau, wann und wo er einschlagen wird. Und bis dahin kannst du verdammt nochmal nichts tun, als weiterleben. Also leben wir weiter. Heute scheint eigentlich die Sonne, doch dann beginnt es in Strömen zu gießen, kaum, dass wir den Parkplatz der Williamson erreicht haben. Wenn es so regnet, während die Sonne scheint, sagt Nana, der Teufel schlage gerade seine Frau. Noch dazu ist heute Freitag, der 13. laut Nana der Teufelstag. Wahrscheinlich hat sie sich im Haus verkrochen, als würde gleich die Welt untergehen. Seven und ich rennen vom Auto ins Schulgebäude. In der Eingangshalle herrscht so viel Trubel wie immer. Leute reden in kleinen Klicken miteinander oder machen Unsinn. Das Schuljahr ist fast vorbei, weshalb alle maximal viel Blödsinn anstellen. Und wenn weiße Kids das machen, ist es sowieso eine Sache für sich. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber so ist es. Gestern ist beispielsweise ein Zehnklässler im Mülleimer des Hausmeisters die Treppe runtergerutscht. Das hat diesem Volltrottel einen Schulverweis und eine Gehirnerschütterung eingebracht. Bescheuert! Ich wackle mit den Zehen. An dem einen Tag, an dem ich Chucks anziehe, muss es plötzlich regnen. Wundersamerweise sind sie trocken geblieben. Ist okay? fragt Seven und ich bezweifle, dass er damit den Regen meint. In letzter Zeit passt er deutlich mehr auf mich auf. Vor allem, seit uns zu Ohren kam, dass King immer noch angepisst ist, weil ich den Mund aufgemacht habe. Ich habe gehört, wie Onkel Carlos zu Daddy meinte, das gebe den Kops einen Grund mehr, King genau zu beobachten. Falls King den Ziegelstein nicht geworfen hat, dann hat er noch nichts getan. Noch nicht. Auch deshalb ist Seven immer in Hab 8, sogar hier draußen an der Williamson. Klar, sage ich zu ihm, mir geht's gut. Na schön. Er stößt mit seiner Faust gegen meine und macht sich dann auf den Weg zu seinem Spind. Ich laufe zu meinem. Haley und Maya unterhalten sich vor Mayas Spind, der sich in der Nähe befindet. Genau genommen redet hauptsächlich Maya. Hayley hält die Arme verschränkt und verdreht nur ganz viel die Augen. Als sie mich über den Flur kommen sieht, setzt sie diese suffisante Miene auf. Wunderbar, sagt sie, als ich schon ziemlich nah bin. Da kommt ja die Lügnerin. Wie bitte? Es ist echt noch zu früh für solchen Mist. Warum erzählst du Maya nicht, dass du uns ins Gesicht gelogen hast? Was? Hayley reicht mir zwei Fotos. Eines ist Khalils Thugshot, wie Daddy es nennt, das haben sie auch in den Nachrichten gezeigt. Haley muss es aus dem Internet haben. Khalil grinst darauf, umklammert eine Handvoll Scheine und macht mit der anderen Hand ein schräges Peace-Zeichen. Auf dem anderen Bild ist er zwölf. Das weiß ich, weil ich darauf auch zwölf bin. Es ist von meiner Geburtstagsparty, als wir Downtown Lasertag gespielt haben. Khalil steht neben mir und stopft Erdbeertorte in sich rein. Haley steht auf der anderen Seite und grinst mit mir in die Kamera. Ich dachte schon, dass er mir irgendwie bekannt vorkommt, sagt Haley so selbstgefällig, wie sie schaut. Er ist der Kalil, den du kanntest, stimmt's? Ich starre die beiden Kalils an. Die Fotos zeigen nicht viel. Für manche Leute sieht er auf seinem Thugshot genau danach aus, nach einem Thug. Ich sehe stattdessen jemand, der glücklich ist, endlich mal ein bisschen Geld in der Hand zu haben, verdammt egal, wo es herkommt. Und das Geburtstagsfoto? Ich weiß noch, dass Khalil so viel Kuchen und Pizza aß, dass ihm schlecht davon wurde. Seine Grandma hatte damals ihren Lohn noch nicht bekommen, und deshalb war das Essen bei ihnen gerade knapp. Ich kannte den ganzen Khalil, und für ihn habe ich auch das Wort ergriffen. Ich sollte keinen Teil seiner Persönlichkeit verleugnen, nicht mal an der Williamson. Ich gebe Haley die Bilder zurück. Ja, ich kannte ihn. Na und? Findest du nicht, dass du uns eine Erklärung schuldig bist? sagt sie. Und mir eine Entschuldigung? Äh, was? Du hast ja im Grunde genommen nur Streit mit mir gesucht, weil du fertig warst wegen der Sache, die mit ihm passiert ist, sagt sie. Du hast mir sogar vorgeworfen, rassistisch zu sein. Aber. Du hast ja tatsächlich rassistische Sachen gesagt und getan. Also, Maya zuckt mit den Achseln, ob Star nun gelogen hat oder nicht, spielt dabei keine so entscheidende Rolle. Das Minderheitenbündnis in Aktion. Ach, als ich ihr auf Tumblr entfolgt bin, weil ich keine Bilder mehr von diesem verstümmelten Jungen auf meinem Dashboard sehen wollte, sein Name war Emmett Till. Insistiert Maya. Egal! Aber weil ich diesen ekligen Mist nicht mehr sehen wollte, bin ich also rassistisch? Nein, sagt Maya. Aber was du darüber gesagt hast, das war rassistisch. Und dein Scherz zu Thanksgiving war definitiv rassistisch. Oh mein Gott, darüber regst du dich immer noch auf? sagt Haley. Das ist doch schon ewig her! Deshalb ist es trotzdem nicht okay, sage ich, und du kannst dich nicht mal dafür entschuldigen. Ich entschuldige mich deshalb nicht, weil es nur ein Witz war, schreit sie. Deshalb bin ich keine Rassistin. Und ich lasse mir von euch kein schlechtes Gewissen machen. Was kommt denn als nächstes? Wollt ihr, dass ich mich entschuldige, weil meine Vorfahren Sklaventreiber waren oder sonst was Bescheuertes? Jetzt hör mal zu, du Bitch. Ich hole tief Luft. Es beobachten uns sowieso schon viel zu viele Leute. Ich kann hier nicht zum Angry Black Girl werden. Dein Witz war verletzend, sage ich so ruhig, wie ich kann. Wenn Maya dir auch nur das Geringste bedeutet, entschuldigst du dich dafür und versuchst wenigstens zu verstehen, warum es sie verletzt hat. Es ist doch nicht meine Schuld, dass sie über einen Witz aus den Neunten nicht hinwegkommt, genauso wie es nicht meine Schuld ist, dass du nicht darüber wegkommst, was mit Khalil passiert ist. Dann soll ich also über die Tatsache, dass er ermordet wurde, wegkommen? Ja! Komm drüber weg! Wahrscheinlich wäre er sowieso als Leiche geendet. Geht's noch? fragt Maya. Er war ein Drogendealer und ein Gangbanger, sagt Haley. Irgendwann hätte ihn sowieso irgendwer umgelegt. Drüber wegkommen? wiederhole ich. Sie verschränkt die Arme und macht so eine kleine Kopfbewegung. Äh, ja? Hast du mir nicht zugehört? Dieser Kopf hat wahrscheinlich jedem einen Gefallen getan. Ein Drogendealer weniger, der. Ich schiebe Maya beiseite und ramme meine Faust seitwärts in Haley's Gesicht. Es tut weh, fühlt sich aber auch verdammt gut an. Haley hält sich die Wange, reißt die Augen auf und ein paar Sekunden lang steht ihr Mund offen. Bitch! kreischt sie dann und fasst mir direkt in die Haare, wie das Mädchen üblicherweise machen. Aber mein Pferdeschwanz ist echt. Sie kann ihn mir nicht ausreißen. Ich treffe Haley mit meinen Fäusten und sie zerkratzt mir das Gesicht. Als ich sie wegstoße, geht sie zu Boden. Ihr Rock rutscht hoch und jeder kann ihren pinkfarbenen Slip sehen. Um uns herum wird gelacht. Einige Leute zücken ihre Handys. Ich bin nicht mehr die Williamson Star oder die Star aus Garden Heights. Ich bin einfach angepisst. Ich trete und schlage auf Haley ein und fluche dabei. Um uns herum wird jetzt gejohlt und irgendein Idiot schreit: Weltstar! Shit, ich mache mich hier noch total zum Ghetto-Klischee. Da reißt jemand an meinem Arm und als ich mich umdrehe, steht da Haleys großer Bruder Remy. Du verrückte Bi- Bevor er das Wort Bitch zu Ende sprechen kann, sind fliegende Dreadlocks zwischen uns und Remy wird zurückgerissen. Lass die Finger von meiner Schwester, höre ich Seven sagen. Und dann prügeln sich die beiden. Seven landet Treffer, als wäre das gar nichts. Er verpasst Remys Kopf, einige Haken und Stöße. Daddy ist früher mit uns beiden nach der Schule ins Boxstudio gegangen. Schon kommen zwei Sicherheitsleute angestürmt. Der Direktor Dr. Davis marschiert ebenfalls auf uns zu. Eine Stunde später sitze ich in Mamas Wagen. Seven folgt uns in seinem Mustang. Alle vier haben wir drei Tage Schulausschluss gekriegt, und das trotz der Nulltoleranzpolitik an der Williamson. Der Dad von Haley und Remy, der auch im Vorstand der Schule sitzt, fand das unglaublich. Er meinte, Seven und ich gehörten von der Schule verwiesen, da wir angefangen hätten. Außerdem solle man Seven den Schulabschluss verweigern. Aber Dr. Davis meinte, in Anbetracht der Umstände, und dabei sah er mich an, wird die Suspendierung genügen. Er weiß, dass ich mit Khalil im Auto saß. Das ist genau das, was die von euch erwarten, sagt Mama. Zwei Kids aus Garden Heights, die sich aufführen, als hätten sie den Verstand verloren. Die mit großem D. Es gibt die und uns. Manchmal sehen die aus wie wir und merken gar nicht, dass sie wir sind. Aber sie hat sich über ihn ausgelassen und behauptet, Khalil hätte es verdient. Mir ist egal, ob sie behauptet hat, sie hätte ihn am liebsten selbst erschossen. Die Leute werden noch eine Menge behaupten, Star. Trotzdem darfst du nicht jedes Mal jemanden verprügeln. Manchmal musst du einfach weggehen. Du meinst weggehen und erschossen werden, wie Khalil? Sie seufzt. Baby, ich verstehe ja. Nein, tust du nicht, sage ich. Keiner versteht das. Ich habe gesehen, wie er von den Kugeln zerfetzt wurde. Ich habe da auf der Straße gehockt, als er seinen letzten Atemzug tat. Ich musste mir anhören, wie Leute versucht haben, es so zu drehen, als wäre es okay, dass er umgebracht wurde. Als ob er es verdient hätte. Aber er hat das nicht verdient, zu sterben. Und ich habe es nicht verdient, das mit ansehen zu müssen. Die WebMD.com nennt es nur ein Stadium der Trauer, Wut. Aber ich bezweifle, dass ich jemals über dieses Stadium hinauskommen werde. Es zerreißt mich in tausend Stücke. Jedes Mal, wenn ich mich wieder ganz und einigermaßen normal fühle, passiert etwas, das mich von Neuem niederschmettert. Und danach muss ich wieder von vorne anfangen. Der Regen lässt nach. Anscheinend hat der Teufel aufgehört, seine Frau zu schlagen. Dafür dresche ich auf das Armaturenbrett ein, wieder und wieder, taub für den Schmerz. Am liebsten wäre ich taub für all den anderen Schmerz. Lass es raus, Mümmel. Meine Mom streicht mir über den Rücken. Lass es raus. Ich ziehe mir mein Poloshirt vor den Mund und schreie, bis ich nicht mehr kann. Wegen Khalil, Natascha und sogar wegen Haley, denn die habe ich jetzt auch endgültig verloren. Als wir in unsere Straße einbiegen, bin ich verrotzt und verheult, aber endlich gefühllos. Ein grauer Pickup und ein grüner Chrysler 300 parken hinter Daddys Truck in der Einfahrt, so daß Mama und Seven vor dem Haus stehen bleiben. Was hat der Mann denn jetzt vor? sagt Mama. Dann sieht sie mich an. Fühlst du dich besser? Ich nicke. Welche Wahl habe ich denn schon? Sie beugt sich zu mir und küsst mich auf die Schläfe. Wir werden das durchstehen, versprochen. Wir steigen aus und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Autos in der Einfahrt King Lords und Garden Disciples gehören. In Garden Heights kann man kein Auto fahren, das grau oder grün ist, ohne zu einem Set zu gehören. Als wir reinkommen, erwarte ich Geschrei und Flüche zu hören, aber da ist nur Daddy's Stimme. Das ergibt keinen Sinn, Mann! Echt jetzt, keinen Sinn! In der Küche kann man nur noch stehen, und wir können nicht mal rein, da ein paar Typen auch im Türrahmen den Weg versperren. Die Hälfte von ihnen hat irgendwas Grünes an, Garden Disciples, die anderen was hellgraues, King Lords aus Cedar Grove. Tim, der Neffe von Mr. Ruben, sitzt neben Daddy am Tisch. Das Garden Disciples Tattoo in geschwungener Schrift an seinem Arm ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen. Wir wissen nicht, wann das Geschworenengericht seine Entscheidung fällen wird sagt Daddy. »Aber wenn es entscheidet, keine Anklage zu erheben, müsst ihr alle den ganzen Halbstarken sagen, dass sie dieses Viertel nicht niederbrennen sollen.« »Was erwartest du denn von ihnen?« fragt ein anderer GD am Tisch. »Die Leute sind diesen Bullshit-Lightmaith.« »Ganz recht«, sagt Gun, der Kinglord, der auch am Tisch sitzt. Seine langen, geflochtenen Zöpfe sind mit Haargummis befestigt, wie ich sie früher auch getragen habe. »Dagegen können wir nichts machen.« das ist Bullshit, meldet sich Tim zu Wort. Natürlich können wir was machen. Wir sind uns doch alle einig, dass diese Unruhen außer Kontrolle geraten sind, oder? sagt Daddy. Darauf hört man mehrfach Yeah und Right. Dann können wir auch dafür sorgen, dass es diesmal nicht wieder so weit kommt. Redet mit den Kids, damit es in ihre Köpfe reingeht. Klar sind sie sauer, wir sind alle sauer, aber unser Viertel niederzubrennen wird es nicht besser machen. Unser Viertel? fragt einer der GDs am Tisch. Nigga, du willst doch wegziehen. In die Vorstadt, ätzt Gun. Besorgst du dir dann auch einen Minivan, Mave? Alle lachen, bis auf Daddy. Ja, ich ziehe weg. Na und? Den Laden hier werde ich behalten. Und es ist mir immer noch verdammt wichtig, was hier passiert. Wer wird denn davon profitieren, wenn das ganze Viertel abgefackelt wird? Verdammt, sicher keiner von uns. Beim nächsten Mal müssen wir einfach besser organisiert sein, sagt Tim. Erstens unseren Leuten klar machen, dass sie keine Läden zerstören dürfen, die Schwarzen gehören. Das bedeutet für uns alle nur Chaos. Und was für eins, sagt Daddy. Ich weiß, dass Tim und ich quasi aus dem Spiel sind, aber diese ganzen Streitereien um Territorien müssen irgendwie ausgesetzt werden. Das hier ist wichtiger als irgendwelcher Bullshit auf der Straße. Und mal ehrlich, genau dieser Bullshit auf den Straßen hat dazu geführt, dass diese Cops denken, sie können sich hier alles erlauben. Ah, oh, das sehe ich genauso. Sagt Goon. Ihr müsst euch da irgendwie einigen, Mann, sagt Daddy. Zum Wohl von Garden. Das Letzte, womit die rechnen, ist doch, dass hier eine gewisse Einigkeit herrscht, stimmt's? Daddy klatscht Goon und den Garden Disciple ab. Dann klatschen Goon und der Garden Disciple sich ab. Wow, sagt Seven. Es ist eine Riesensache, dass diese zwei Gangs sich im selben Raum aufhalten. Und mein Daddy steckt dahinter? Verrückt. Erst jetzt bemerkt er uns an der Tür. Was wollt ihr denn alle hier? Mama schiebt sich in die Küche und blickt sich um. Die Kinder wurden suspendiert. Suspendiert? fragt Daddy. Wegen was? Seven reicht ihm sein Handy. Ist es schon online? frage ich. Ja, irgendjemand hat mich getaggt.« Daddy tippt aufs Display, und schon höre ich Haley sich über Khalil auslassen. Dann klatscht es laut. Einige der Gangmitglieder spähen über Daddys Schulter, Verdammt, Lil Mama, sagt einer, du hast aber einen Schlag drauf. Du verrückte B hört man Remy sagen, dann folgen eine Menge Klatscher und Ohs ertönen im Raum. Seht euch meinen Jungen an, ruft Daddy, seht ihn euch an. Wusste gar nicht, dass der kleine Nerd das drauf hat, scherzt ein Kinglord. Als Mama sich räuspert, hält Daddy das Video an. Na gut, Leute, sagt er plötzlich wieder ernst. Ich muss mich hier um ein paar Familienangelegenheiten kümmern. Wir treffen uns morgen wieder. Tim und alle anderen Gangmitglieder verschwinden und von draußen hört man Autos starten. Immer noch keine Schüsse und kein Geschrei. Selbst wenn sie jetzt noch eine Gangsterversion von Kumbaya angestimmt hätten, wäre ich nicht noch verwunderter gewesen. Wie hast du die denn alle hier reingekriegt, ohne dass sie das Haus zerlegen? fragt Mama. Ich hab's einfach drauf. Mama küsst ihn auf den Mund. Das kann man wohl sagen. Mein Mann, der Aktivist. Mhm. Er erwidert ihren Kuss. Dein Mann. Jetzt räuspert sich Seven. Wir stehen immer noch hier. Ja, ja, ihr könnt euch ja auch nicht beschweren, sagt Daddy. Hättet ihr euch nicht geprügelt, hättet ihr das hier nicht gesehen. Er streckt den Arm aus und zwickt mich liebevoll in die Wange. Bist du okay. Meine Augen sind immer noch feucht und ich strahle wohl nicht gerade. Trotzdem murmle ich. Ja! Da zieht Daddy mich auf seinen Schoß. Er wiegt mich ein bisschen, küsst meine Wange und zwickt dann wieder hinein. Dazu wiederholt er mit richtig tiefer Stimme die ganze Zeit: Was ist los mit dir, hm? Was ist los mit dir? Unwillkürlich muss ich kichern. Daraufhin drückt er mir einen letzten schmatzenden Kuss auf die Wange und lässt mich wieder aufstehen. Ich wusste doch, dass ich dich zum Lachen bringe. Also, was ist passiert? Du hast es auf dem Video gesehen. Haley hat ihre Klappe aufgerissen, deshalb habe ich ihr eine reingehauen. Ende der Geschichte. Das ist typisch deine Tochter, Maverick, kommentiert Mama. Muss jemanden verprügeln, weil ihr nicht passt, was der gesagt hat. Typisch meine Tochter? No, Babe. Sie ist doch genau wie du. Er sieht Seven an. Und warum hast du dich geprügelt? Der Kerl ist auf meine Schwester losgegangen, sagt Seven. Das konnte ich nicht zulassen. Nachdem er so viel davon redet, Kenya und Lyric zu beschützen, ist es schön, dass er auch auf mich aufpasst. Daddy spielt das Video nochmal ab, das mit Haley's Bemerkung anfängt: Wahrscheinlich wäre er sowieso als Leiche geendet. Wow, sagt Mama. Die Kleine hat ja vielleicht Nerven. Verwöhnter Balk, hat keinen Schimmer und reißt groß die Klappe auf, sagt Daddy. Was ist jetzt unsere Strafe? fragt Seven. Geht und macht eure Hausaufgaben, sagt Mama. Das ist alles? frage ich. Während ihr suspendiert seid, müsst ihr außerdem euren Dad im Laden helfen. Damit legt sie von hinten die Arme um Daddy. Ist das okay für dich, Baby? Er küsst sie auf den Arm. Klingt gut. Übersetzt heißt das so viel wie Mama, ich billige nicht, was ihr getan habt, und ich sage nicht, dass es in Ordnung wäre, aber wahrscheinlich hätte ich genauso gehandelt. Wie siehst du das Baby? Daddy? Ja, verdammt, ich hätt's genauso gemacht. Dafür liebe ich die beiden.